Wieder da mit einer Tüte Chips. Was ich gerade mache, ich suche den Schwerti. Verarsch mich doch. Ich war der Aufzug benutzen. Okay. Sieht ja cool aus. Kann es sein, dass ich den Aufzug gerade die ganze Zeit verpasse? Ah, nee, doch nicht. Budu, budu, budu. Ich muss sagen, nachdem ich in der Stadt angekommen bin, habe ich mit dem Game aufgehört. Ist erstmal pausiert. Ernsthaft? War der so langweilig? Ich meine, es ist echt viel Text zum Lesen. Meine Aufgabe ist es, Wache zu halten. Ich mische mich in politische Dinge nicht ein. Eine neue Quest. Richtig viele Quests. Gute Preise, faire Preise. Hier gibt's die besten Preise für Maschinenteile unterm Tafelberg. Keine Abgaben an den Sonnenhof, nicht wie die Gierschlunde dort droben. Sie interessiert sich doch nicht für Steuern. Ich weiß, was sie nicht interessiert. Wie gesagt, das beste Angebot für Schnappmaullinsen. Das kann ich beschwören. Bei der Sonne, spuck dir nicht in die Hände. Jägerin, ich entschuldige mich für meinen Partner. Stillen Partner. Stiller Partner? Wenn die Sonne doch nur meine Gebete erhörte, vergiss die Schnappmaullinsen. Ich glaube, mega still als an mir. Die will echt? Niemand haben. Schade. Eine Langbeinlinse würde sich dagegen wirklich lohnen. Also was? Niemand will Schnappmaullinsen. Die sind gut und hart. Man kann sie überall reinhämmern. Wofür hältst du das? Für einen von diesen schäbigen Handelsposten? Dies hier ist Meridian. Wir haben Kultur. Ich habe Kultur. Gerade neulich sah ich mir die Jagdprüfungen an. Oh, hey. Große Sonne, schenk mir die Kraft des Mittags. Du hast einen Sonnenstich, wenn du glaubst, dass wir hier Langbeinlinsen loswerden können. Hallo? Ich habe es dir schon so oft gesagt, wie der Turm hoch ist. Klopfen. Handwerk, Kunstfertigkeit, dafür stehen wir. Handwerk gewinnt keine Kriege und vertreibt keine Maschinen. Man braucht gute, altmodische, einfach... Oh ja, einfach gearbeitete Kraft. Wenn du was Glitzerndes siehst, wirfst du es weg. Hätten Karja diesen Aufzug gebaut, wäre es nur ein schöner Schacht geworden. Die langen Jahre des Stöberns und keinen Humor gefunden. Ach je, ey. Die sich kloppen. Genug. Tja. Ein deutliches Volk, diese Nora. Warum überhaupt zusammenarbeiten, wenn man sich nie einig ist? Ah, es ist eine symbolische Geste. Keine Abgaben an den Sonnenhof. Wie ich schon zu Beginn sagte, Ranin. Sagt mir einfach, was ihr wollt. Eine Langbeinlinse. Eine Schnappmaullinse. Gut. Ich hab beides. Aber ich hab doch beides. Ihr seid wohl beschäftigt. Warte, warte. Du hast sie verjagt. Schnappmaullinse, was sagst du? Ich hab sie verjagt? Na klar. Hör zu, Jägerin. Langbeinlinse. Jäger, Wühler, bringt uns euer Metall. Was soll ich jetzt tun? Wühler? Was für ein Volk willst du damit anlocken? Es war abgemacht. Ich werde erfolgreich. Du machst das Zählen. Ja gut, das war nicht geplant. Komm ich irgendwie raus? Ich hoffe mal. Nein, ich komme hier nicht mehr raus.
Und da hinten. Überall im Sonnenreich Leute. Ich würde es nicht glauben, wenn ich es nicht sehen würde. Stundenlang beschwert, dass ich in der Jägerloge. Hoffentlich komme ich hier hoch, ja. Ich habe hier so viele Quests anzunehmen. Ihr könntet noch leben. Und ihr sitzt hier rum und tut nichts? Sag mir, was mit deiner Familie ist. Vielleicht kann ich helfen. Bei der Sonne, ich glaube, sie sind tot. Ich habe nur knapp überlebt. Maschinen. Wilde Maschinen griffen unser Anwesen an. Ich sollte Hilfe holen. Was für eine Art Maschinen? Wo kamen sie her? Ein Verwüster. Bei der Sonne, was er angerichtet hat. Und es waren auch Wächter dabei. Oh je. Der Sonnenkönig sagte, er könne die Anwesen jenseits des Tals nicht mehr schützen. Aber Vater glaubt es nicht. Erzähl mir über das Anwesen. Meinem Vater gehören Steinbrüche und er steckt alles in das Anwesen. Feine Teppiche, Schnitzereien, Silberwaren. Und was ist mit den Leuten? Natürlich. Nur ihre Leben zählen. Vater, meine Schwester und ein Dutzend Wachen und Diener. Ich hoffe, sie leben. Okay. Ich gehe zum Anwesen. Ich gehe zum Anwesen und suche Überlebende. Natürlich ein bisschen doof jetzt mit Chips. Oh, zu spät. Danke. Oh, bitte. Pass auf. Die Maschinen sind tödlich. Ich bin tödlich. Okay. Oh. Kennt ihr das, wenn die Chipsfinger nicht die Maus berühren dürfen? Ich spiele es gerade mit meinem Unterarm. Das klappt schon. Ich hoffe, ich habe alle Quests angenommen. Oh, was zum Looten. Gucken wir mal, was hier in der Nähe ist. Nichts, nichts. Okay. Dann zeigen wir mal, aus welchem Metall wir geschnitzt sind, wollte ich gerade sagen. Ihr wisst schon, wegen diesen Metallsachen. Oh, hallo Cherry. Lange ist her, wie geht es dir? Kleine zähe Pflanze. Du wirst mir sicher helfen. Ich leg immer Papier auf und muss dann mit der Maushand essen. Ach so, lol. Ja, das mache ich gar nicht. Das mache ich gar nicht. Also meine Finger sind dann einfach untouchable. Also ich muss dann so spielen. Weißt du, was ich meine? Irgendwie abgefahren aus hier. So friedlich. Ich mach mal die Musik hier ein bisschen lauter. Einstellung, Audio. Oh, ist schon. Okay. Mal mit dem Mond. Oh, da geht's sogar unter. Hier ist nichts Tödliches, ne? Nee. Ich glaube, da oben ist was. Habe ich ein Gefühl. Ich habe diese ewige Müdigkeit so satt. Hallo. Ich habe dich schon erwartet, Aloy. Du willst sicher antworten. Tja, es ist nicht kompliziert. Wir sammeln Wertgegenstände von Leuten, die sie nicht brauchen, verkaufen sie und geben die Scherben den Armen in Sonnenfall. Du meinst, ihr stehlt? Wenn du es so nennen willst. Von Schweinen, die schon seit Generationen am Futtertrog stehen. Ravan wirkte auf mich nicht wie ein Schwein. Er stinkt wie die ganze Bande. Nach Geld und Zufriedenheit. Und die Unterschicht leidet. Deine Nase ist taub. Was zur Hölle? Okay, gute Besserung. Wer genau bekommt die Scherben in Sonnenfall? Mir geht's nicht gut, mir geht's gut. Nicht die Bastarde in der Festung. Mit den Scherben verschaffen wir den Armen in Schattenhang Nahrung und Verbandszeug. Sie gingen nur nach Westen, weil sie mussten. Glaub mir, ich weiß es. Meine Frau wurde an einige Diener gekettet und mit ihnen weggeführt. Sie verhungerten in ihren Ketten. Das tut mir leid. Ja, mir auch. Wo ist das Schwert jetzt? Sicher. Hab's noch nicht verkauft. Was jetzt?
Was soll ich jetzt tun? Weggehen? Ich hatte gehofft, du hilfst uns. Es heißt, du liest Spuren wie ein Pirscher. Tja, mein Partner Nazan ist bei der Brandküste verschwunden. Er wollte nach Sonnenfall. Mit einer ganzen Ladung Lebensmittel. Wenn du die findest, würdest du vielen helfen. Mach ich. Überleg's mir. Aber nur, wenn du Ravan das Schwert zurückgibst. Ich wusste, dass du das sagen würdest. Gut, er kriegt das blöde Schwert. Nazan sollte seinen Kontakt bei einer Feuerstelle an der Gabelung bei der Brandküste treffen. Such dort nach ihm. Aber Vorsicht! Dort sind viele Maschinen und viele Schattenkarja. Und zwar nicht die Bedürftigen, sondern die Peiniger. Ach je. Ich hätte das niemals träumen lassen. Aber das ist anständige Arbeit. Alles will mich hier murksen, habe ich so das Gefühl. Du hast selber gewollt, dass du deine Nase taub bist. Hä? Inwiefern? Oh mein Gott, das ist ja ein richtig geiler Garten. Erstmal hier. Träumchen. Daraus werde ich später einen Trank brauen. Perfekt. 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 Mir geht's gut, by the way. Also, ich habe jetzt Freitag ein Konzert. Ich hatte letzten Monat einen Fernsehauftritt. Crazy. Ich hatte einen Podcast-Auftritt schon. Ich schreibe viele neue Songs. Nächsten Monat kommt ein Kooperationslied raus. Da bin ich auch schon ziemlich aufgeregt. Jetzt passiert richtig viel gerade, kann das sein. Hört sich irgendwie so an. Ich plane ein Fotoprojekt wieder. Da bin ich noch aktuell auf Modelsuche. Und ja. Ich fange jetzt langsam wieder an, meine Piercings wieder zu stechen. Ach, du stichst deine Piercings selber. Aua. Also, okay. Sehr mutig. Oh mein Gott, hier gibt es so viel zu looten. Ich bin einfach im Lootparadies. Träumchen. Richtiges Träumchen. Nützlich für eine alte Rezeptur. Bin sowas von reich an Zeug. Ich kann gar nicht mehr aufhören zu looten. Aber achtet mal, wie viel Gesundheit ich hier looten kann. Das heißt, ich hatte einfach gar nichts mehr an Gesundheit. Ist einfach voll der Loot-Stream. Und so, meine lieben Leute, lootet ihr. Ihr müsst einfach E drücken. So richtig kräftig E drücken. Ich weiß, oh, das ist hier was Großes zu looten. Ich weiß, es sieht einfach aus, aber es ist gar nicht so einfach. Ihr müsst genau im richtigen Moment E spammen, um sicher... Oh, was ist das denn? Stürmer. Oh Gott, die kenne ich gar nicht. Neu. Sieht aber irgendwie... Oh, die Stimme könnte ich sogar dingsen. Sieht schon krass aus. Ich hoffe, das ist ein Reittier. Und? Oh mein Gott, es ist ein Reittier. Oh. Oh Gott, der macht ja richtig viel Schaden. Oh mein Gott, ein Stürmer ist ja mal richtig krass. Ich versteck mich vielleicht mal. Ist das meiner? Oh, das ist meiner. Oh, Alter, macht der einen Schaden. Au, das war ich. Der hat mich umgeboxt. Oh, lol. Okay, das war mal kurzer Prozess. Das ging ab. Das ging ab. Die Schmitzkatze. Das tat weh. Oh, nice. Jetzt mal richtig viel gelootet. Okay. Dann geht's wieder an. Achso, nein. Wie nein? Nein, bezogen auf was? Dass du deine Piercing selber stichst?
Nein, ich wollte doch looten. Okay. Es muss der Sonnensteig sein, den der Vanir bemalen will. Wo? Wo ist der? Ey, hier ist doch gar nichts. Echt da. Oje. Daneben. Getroffen. Getroffen. Nice. Aber einer ist da noch, glaube ich. Ups, daneben. Getroffen. Träumchen. Das werde ich noch brauchen. Loot. Loot. Weil diesen Sonnensteig finde ich jetzt nicht. Ich lass das machen. Ach so. Es klang so, als würdest du es selber machen. Das ist schon gruselig. Das ist schon gruselig. Aber kann ja sein. Also es ist ja... macht bestimmt irgendjemand. Keine Ahnung. Deswegen mach ich ja mutig. Nein, nein, nein. Fuchs, den ich brauche. Träumchen. Was ist denn da hinten für ein Tier? Langbein. Aber wo soll jetzt der... Oh mein Gott. Was ist denn da oben? Ach du Scheiße. Ich glaube, ich muss nach da oben. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, ich muss nach da oben. Probier's mal aus. Oh ja. Okay. Oh je. Hallo? Au! Macht dem ja gar keinen Schaden. Au! Oh, da ist ja noch einer. Achso, warte, die sind schwach gegen Feuer, ich erinnere mich. Ja, ich würde gerne auf der Allscheiß raus. Aber die sind so schnell. Einer ist kaputt, ist da noch einer? Stimmt. Wo ist denn noch einer? Ist der abgestürzt? Ist abgestürzt. Eben heilen. Türe Kampfmusik. Oh, hey. Ist da noch einer? Nee, ne? Kümmert euch wieder um euren Kram. Wer denn? Wo denn? Ich sehe doch gar nichts. Muss ich lang? Oh je, nach oben natürlich. Je, was erwartet mich da oben? Ich höre was, ich sehe nur noch nichts. Oh, ist schon mal ein kleiner Dude. Zur Hölle. Okay. Ich
Ah, getroffen. Jetzt muss ich kämpfen. Okay. Ah, da ist ja noch einer. Tot sein. Okay. Okay, der. Bye bye. Nice. Träumchen. Tut gut, aus der Stadt weg zu sein. Dachte wer? Hä, wer, wo ist denn dein Mann? Wie tut gut aus der. Hä? Wie kam denn die Männerstimme her? Creepy. Aber ich muss offenkundig darüber. Nur nicht fallen, nur nicht fallen. Ah, lol, das Ding kenne ich. Die Muster auf dieser Blume sind seltsam. Ah. Das heißt, ich muss jeden Berg hier erklimmen. Okay. Dann mache ich das mal. Mit Freuden. Schau mal eben, ob ich leveln kann. Fertigkeiten. 2. Ich brauche 3. Ah, klar. Mal schauen, wie hübsch. Ah. Also muss ich auf jeden dieser Berge drauf. Okay. Ah, das schaffe ich doch wohl. Muss nicht sterben. Ah, schön friedlich. So, ich wollte auf den nächsten Hügel, der ist da. Bisschen aufpassen, ich habe so ein bisschen Angst vor großen Maschinen, die ich noch nicht kenne. Hier wollte die Utaru sich verabschieden. Ach je. Schwäche Feuer. Okay, bin bereit. Ich hoffe, das ist nur eins. Es sind 2. Ich muss den Kampf gewinnen. Ja, das ist Lava. Ach du Scheiße. Ja gut. Hat noch jemand ein Problem mit mir oder muss ich hier noch so ein Krokodil murksen? Das ist ja ein Mensch. Träumchen. Oh.
ein Statement, ne? Ja. Der ist gerade einfach so gestorben, nebenher. Habe ja noch so ein paar Sachen, um meine ganzen Munitionssachen zu erweitern. Aber es ist wirklich schön und friedlich hier. Oh, guck mal. Steckt sich jemand. Was hier noch so ist. Hallo. Als wir bei der Befreiung den Käfigen entkamen, lief ich über diese Lichtung und dachte, sie sei hinter mir. Ich lief weiter, aber sie blieb hier. Danke, dass ich durch dich zurückkehren konnte. Gerne. Ich will nicht drängeln, aber sicher ist es hier nicht. Ich verstehe. Ich tat das schon mal in Wachträumen. Im Teich finde ich ein Armband mit Samen, das sie verlor. Die Samen sind frei, keimen auf, alles wächst. Die Erinnerung an sie geht in den Dschungel über. Ich will ihr sagen, dass ich hier starb und zur Fremden im eigenen Land wurde. Und dass sie noch lebt mit jeder Aussaat, jedem Regen, jeder Ernte. Okay, was ist das? Irgendwie durch. Da! Ihr Armband! Und ich dachte, sie sei hinter mir. Ich glaube, die sind dies durch. Willst du allein sein? Zum ersten Mal bin ich's. Okay. Wollen wir mal looten. Oh, nice. Da habe ich keins gleich was erweitern. Nice. Ragelkapazität. Was nichts davon. Truthahn brauche ich. Fischhaut. Waschbär. Fuchs. Also brauche ich von jedem etwas. Okay. Hans war, glaube ich, nicht dabei, ne? Lennox, guten Tag. Oh. Na, wie geht's? Hallo. Hallo, Freya. Na, wie war euer Stream? Wie war... Hoppala. Oh mein Gott, was tut mir denn gerade dagegen? Oh, jetzt habe ich gerade die Viecher verloren. Ich gehöre zum Raid. Ach, wie nice. Wie waren denn eure Runden? Fein? Aber schön, dass ihr hier seid. Das freut mich wirklich sehr. Gerade hier am Jagen. Ich habe es endlich hinbekommen, dass es nicht so laggt. Aber leider zu einem sehr hohen Preis. Und zwar den hohen Preis der Qualität. Aber das ist okay. War echt gemütlich. Ich habe 2 Clips geschnitten und dann noch 2 kurze Runden gespielt. Okay, fleißig. Den Gobbler haben wir. Was haben wir hier noch? Gabe. Nice. Finde die Quali. Ach, die Quali ist eigentlich ganz gut. Echt? Ja, ich musste die leider auf niedrigste stellen, deswegen mag das vielleicht nicht ganz so hübsch sein. Aber ja, es ist schon gut genug.
Weil an die 30. Ach, 2-Stunden-Clips. Ich habe 2. Oh, was ist das denn? Schnappmaul. Ach du Scheiße. Ich habe gerade nicht 2-Stunden-Clips gesehen, sondern ich dachte, du meinst 2 Clips. Warte, ich muss hier mal kurz hinboxen. Von dir lasse ich mich nicht aufhalten. Oh! Das war mal richtig mad. Was zur Hölle? Oh, Monkel! 18 Monate! Promi. Ja, ja, ich glaube, C bleibe ich. Aber ey, ich glaube, dass ich einen deutschen Wikipedia-Artikel bekomme. Ich bin noch nicht ganz sicher, aber noch wurde der nicht abgelehnt. Nur der englische wurde abgelehnt. Was echt komisch ist, weil... Oh, shit, ich muss mal eben. Komm schon! Okay, eins ist kaputt. Oh je. Okay. Wie oft kann der das denn machen? Warte, ich brauch ganz kurz. Nee, doch das. Okay, eins explodiert. Okay, das zweite gleich auch noch. Ist schlecht. Okay. Au! Und letzte. Okay, dann vorletzte. Okay, jetzt kann ich wieder. Ich hatte auch 2 geschrieben, war mein Fehler. Nee, ich habe es einfach noch falsch gelesen, oder? Ja, hier noch so ganz viele. Nee, okay, haben wir es geschafft. Kann man einmal durchatmen, okay.